Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt. Wir spielen, beziehungsweise ich spiele Mass Effect. Ich habe es schon mal auf normal durchgespielt, auf einem anderen Rechner. Und da ich es halt eben selber schon mal gespielt habe, will ich es jetzt nicht nochmal auf normal machen. Deswegen machen wir das mal schön auf, wo haben wir es denn? Auf Wahnsinn, sprich Insanity. Ja, machen wir aus. So. Ich will jetzt auch nicht groß hier irgendwelche Reden halten. Wir legen einfach mal los. Ich hatte schon ein bisschen ausprobiert, damit alles irgendwie halbwegs funktioniert. Streng geheim. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Also ich weiß ja nicht, wie viele von euch jetzt Mass Effect schon kennen. Die Trilogie ist halt ein relativ bekanntes Spiel. Falls es noch welche gibt unter euch, die es noch nicht gesehen haben oder gespielt haben, ich versuche so wenig zu spoilern wie nur irgendwie möglich, auch also generell will ich nicht spoilern. Und in diesem Sinne denke ich, wird das nicht allzu schlimm sein, wenn ich beziehungsweise das ich schon gespielt habe. Von daher läuft das. Wap, wap, wap. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Ja, wir sind von der Erde. Als Weise sind Sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem Sie sich mit 18 Jahren zum Alien... Zu viel Alien Isolation in den letzten paar Stunden gezockt, zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Psychologisches Profil bestätigen. Ja, lebensbedrohliche Situation, das hört sich doch eigentlich ganz gut an, das hört sich noch Spaß an, das nehmen wir. Ich will diesmal als Experte spielen, hab damals als Soldat, glaube ich, weiß das gar nicht mehr. Ja, das ist, behalten wir einfach mal bei, sieht ja relativ schnuggelig aus, der Typ. Yes, annehmen. Bestätigen, ja, ich weiß, das ist klar. Identifikation bestätigt. Wahnsinn aus, normal, aktiv, ja. Lassen wir das einfach mal so. Läuft schon. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst bis zu den entferntesten Sternen ermöglichen. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die... Warum versuche ich es überhaupt, ne? Ich meine, ihr könnt ja selber lesen. Ah, ich hasse sowas. Und dann da so Speedreading macht und es einfach nichts bringt. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Oh, sexy, es ist heiß. Alle Stationen sichern für Transit. Na dann mal los. Ach, sehen wir nicht hübsch aus. Sind wir auf und davon. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer.
Geht ja noch. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Tja. Ich soll mal aufhören, hier zu zanken. Schluss damit, Ausrufezeichen. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Ups. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Ich kann selber hören, schon verstanden. Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Ja, so ist das mit den Arbeitgebern, in Anführungszeichen. So, da sind wir auf dem Schiff namens Normandy. Da hinten steht der Name, wunderschön. Ach, lang ist's her. Wie sie sich einfach gegenseitig unterbrechen mit ihren Audiofiles. Hätte ich jetzt auch so gemacht. So, dann lass mal hier reden, Großer. Muss ich dich irgendwie ansprechen hier? Sie, ja, okay. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Sprechen, definiere sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Komm zum Punkt. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Das hört sich schon fast wie eine Drohung an. Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Überraschung! Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Also ich kenne ja schon das meiste, aber für die anderen wäre es vielleicht etwas praktisch irgendwie Hintergrundinformationen zur Story zu haben. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Falls es noch jemand gibt, der die Story nicht kennt. Ja, aber der Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Sie klingen besorgt. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Ja, immer wachsam, ne? Etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat.
Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Arkuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Ja, so kann man das bezeichnen. Ich habe die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Ja, das ist aber lieb. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Ein wahres Wort. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Ich untersuche jetzt etwas. Ich werde jetzt nicht ständig hier untersuchen, aber jetzt hier an dieser Stelle ist wahrscheinlich für ein paar Leute, die das noch nicht kennen, relativ praktisch, ins Detail zu gehen. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür... Puff, einfach so. Aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Ja, sonst kommt, also kommen die Amerikaner und meinen, hey, die brauchen bestimmt Demokratie auf Eden Prime. Gut, dann legen wir mal los, bereit zu gehen. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Action! Runter jetzt! Fehlt nur noch eine Packung Popcorn. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Sieht ganz schön mau aus. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halt. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Also kann man es nennen. Ein Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Na dann mal los. Lassen Sie Aliko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Das sieht bedrohlich aus. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter. Und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen. Und weg ist er. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Bereits im Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Danke, danke. Geht ja immerhin um meine Karriere. Nähern uns Landestelle 2. Da sind Zivilisten wirklich zweitrangig. Nein, Spaß. So, da sind wir also. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Na gut, im Moment können wir eh noch die Waffe halftern.
Blubberblase. Dann sagt er so, was passiert denn, wenn ich da jetzt auf einen drauf schießen würde? Verdammt! Peng, okay. Dann passiert was Ungesundes. Ich sehe tote Menschen. Tote verbrannte, tote schwarze Menschen. Gut, ich weiß ja schon, was in etwa mit dem passiert ist. Ihr wisst noch nicht. Also vielleicht hier und da ein paar Vereinzelte von euch wissen es noch nicht. Wie bitter. Achso, ja. Ich muss ja hier mal noch, Warp. Alle nachstehenden Feinde nehmen Schaden und werden anfälliger für weiteren Schaden. Und das hört sich doch praktikabel an. Was bist du? Werfen, das ist auch ganz, ganz süß, okay. Au, Schmerz, lass nach. Ah, ich bekomme Damage. Lädt sich das Schild hier nochmal auf bei Mass Effect 1? Ich weiß es nicht mehr. Komm schon, Schild, du schaffst das. Oder auch nicht. Yay! Und das geht automatisch da rein. Das ist ja mal cool. Okay, ich mach's diesmal etwas anders. Und zwar will ich Pistolen hier freischalten. Da müssen wir dann aber halt... Cool, ich habe diesmal irgendwie 6 Punkte. Wieso das denn? Schildboost, selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Ja, das gefällt mir. Wieso kann ich das noch nicht auswählen? Wieso, 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 wieso? Barriere ist wichtig. Ach, okay, dahin muss ich. Okay, dann machen wir das einfach mal noch. Geht aber anscheinend irgendwie nicht mehr. Oder wie viele Punkte brauche ich denn dafür? Wir können ja auch einfach mal warten jetzt hier. Wie lange brauche ich denn, bis ich das... Keine Ahnung, weiß man nicht. Okay, ich bin mal einfach so frei und hau dann hier noch ein paar Punkte rein. Ja, du, für dich ist bestimmt auch Barriere besser. Der verursacht 50 Schaden in einem Radius von 6 Meter, überhitzt feindliche Waffen. Das ist eigentlich ganz praktisch, so als Support, vermute ich mal. Wächter. Hier, du machst mal einen auf Support jetzt gerade. Hab ich einfach gerade Lust drauf. Alle tot? Ja, sieht so aus. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Ja, ich glaube auch. Ich muss mir merken, dass ich die Frames, die bei mir angezeigt werden, oben links, dass ich die woanders hinklatsche. Er hatte nicht die geringste Chance. Ja, so sieht's aus, aber wir können dem jetzt nicht helfen. Wir müssen hier Zeit sparen. Es geht ja auch um meine Karriere hier. Von daher, auf geht's. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Sir. Achso, ich hätte es jetzt fast schon wieder vergessen. Schildboost, wie lange hält das Ding denn? Weiß man das? Nein. Zack. Aber wir müssen halt jetzt mit Insanity... Wir haben ja Insanity, oder? Ich guck gerade einfach mal nochmal nach. Einfach nur zur Sicherheit. Ja. Gut, wunderbar. Na los jetzt. Ja, ganz toll. Ja, jetzt ist die Waffe überhitzt. Muss ich etwas drauf achten? So, jetzt aber. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Okay, hab verstanden. Also das mit diesen Quarktaschen da, die da rumfliegen, ey, das ist ja mal ultra nervig, wenn die einem da ins Aim reinrennen. Okay.
Ich nehme an, da kommt noch gleich einer gefliegt. Hallo? Ah. Zack, weg ist es. Wunderbar. Gebiet gesichert. Das gefällt, das hört man gerne. So. Ach, die kennen wir ja. Die junge Dame. Und die stirbt sogar mal nicht so schnell wie der andere. Ja, seht ihr, so macht man das, ne? Frauenpower, nicht so wie der andere, einfach verrecken. Was? Oh, au. Schmerzhaft, würde ich mal behaupten. Tief durchatmen, wir schaffen das. Wir sind ja auch noch da. Wir könnten ja auch einfach zusehen und gucken, was passiert. Ich muss etwas näher ran hier. Ach, die sind schon alle tot, okay. Na, das ging ja schnell. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Ich denke mal schon. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Ja, wo die Einheit ist, das können wir wahrscheinlich uns denken. Die ist zerstückelt, tot, irgendwo im Staub. Was für ein Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten Sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Ja, die sind wahrscheinlich auch schon alle tot, vermute ich mal. Also gehen wir einfach mal los, beziehungsweise ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Wir speichern mal alles mitnehmen. Ach, guck mal da, wunderbar. Nehmen wir die dann gerade. Was kann man bei dir auswählen? Nix. Okay. Läuft. Ja, gut, dann halt nicht. So, wir speichern. Wir speichern gerade hier dann. Auf geht's. So, dann mal bis gleich.